Wir sind am Kongresszentrum in Hamburg, hier heute bei der Blockchain. Wir haben noch früher Morgen, deswegen grubeln hier viele Leute noch ein. Ich sag, ein tolles Event und wir können euch jetzt was zeigen davon und da freue ich mich sehr drauf. Willkommen bei der Krypto-Eule. Wie ihr seht, wir befinden uns gerade auf der Blockchain. Hier die Zusammenfassung im Video. Und wir möchten euch alle drei Ebenen und zum Schluss unseren Abschlussbericht präsentieren. Deswegen geht es hier los, wie gesehen, am Anfang der Halle. Und dann starten wir direkt auf Ebene 3 mit dem Rundgang. Und dort sind all die Aussteller, wie man vielleicht jetzt schon gesehen hat. Und ich möchte euch das natürlich nicht auf die Folter spannen. Hinterlegt mit schöner Musik der Rundgang durch die Aussteller auf Etage 2. Viel Spaß dabei! Wie gesehen, da waren einige Aussteller und auch ein sehr schöner Außenbereich. Allgemein, die Blockchain hatte ja sowieso mega cooles Wetter. Und draußen war so ein Red Bull-Büsschen, das war so ein kleines Highlight am ersten Abend. Und alle dachten, ja, hier kommt gleich noch ein DJ. Und dann so, wo soll denn hier der DJ hin? Und in diesem Red Bull-Büsschen ist er dann reingestiegen, dann hat er eine Klappe aufgemacht, auf einmal waren da die Turntables und dann hat er losgelegt.
Also sehr, sehr cool. Und das war auch ein kleines Highlight am ersten Abend. Und wie gesagt, der Außenbereich sehr, sehr gut besucht und allgemein vieles spielte sich dort oben auf der Ebene 3 ab. Und danach ging es natürlich runter auf Ebene 2. Da war es etwas ruhiger auf Ebene 2, einfach aus dem Grund, weil vieles dann sich in diesen Räumen abgespielt hat. Und als dann Leute rauskamen, dann nochmal kurze Nachbesprechung und dann ging es meistens nach oben oder wieder nach unten. Danach ging es runter natürlich auf Ebene 1. Auf Ebene 1 ist die große Bühne gewesen, die Terra Stage und die Forest Stage. Das war auch eine kleinere Bühne. Da gab es auch sehr interessante Vorträge. Zum Beispiel die ganzen Steuersachen rund um Mika, die fanden dort und auf der Marsbühne ganz oben statt. Und dann gab es natürlich noch den VIP-Bereich. Ich sage direkt, das Video endet abrupt im VIP-Bereich. Patrick ist zwar mit der Kamera durchgelaufen, da waren auch viele bekannte Influencer zu sehen, wie ich im Nachgang auf dieser Kamera gesehen habe. Aber die Blicke von den Leuten, die im VIP-Bereich waren, waren so böse, dass Patrick auch gesagt hat, das kannst du nicht zeigen. Ich glaube, das gibt nur Ärger. Und ja, man zieht sich in so einem Bereich natürlich zurück, um auch etwas zu entspannen. Also Rundgang Ebene 1. Das war der komplette Rundgang von allen drei Ebenen auf der Blockchain. Wie gesagt, vom VIP-Bereich hat dann Patrick oder ich habe das Video dann hier jetzt geschnitten an dieser Stelle und habe gesagt, ja komm, lassen wir die Leute, die dort waren, dann mal in Ruhe. Und nun habt ihr auch mal unsere Krypto-Eule-Musik komplett in voller Länge gehört. Nun haben wir noch einen Abschlussbericht geschrieben von unserer Seite, um einfach mal in unseren Worten zu erklären, was dort alles war. Die Blockchain 2023 in Hamburg war ein großartiges und beeindruckendes Krypto-Event.
Hier sind unsere Eindrücke und Erfahrungen. 3 Tage vollgepackt mit Vorträgen, Ausstellern und großartigen Menschen in einer angenehmen Atmosphäre. Es gab eine gute Auswahl an Börsen, habt ihr vielleicht gesehen, Anwendungen, Wallets, Payment Solution Anbietern, Games und vielem mehr. Auf den Bühnen fanden viele interessante und abwechslungsreiche Vorträge zu verschiedenen Themen statt. Es gab Influencer, Vorstellungen, Workshops, Side-Events, die Bitcoin vs. Gold-Debatte und viel mehr. Die After-Event-Partys waren gut besucht und am nächsten Morgen konnten viele die Augenringe nicht verstecken. Das ist bei Krypto-Events ganz normal. So ist es halt. Auf der Blockchain 2023 konnte man viele bekannte Gesichter sehen. Von bekannten Influencern über Venture Capitals bis hin zu Mitgliedern von Projekten, die sich unter das Publikum gemischt haben. Denn nicht jedes Projekt, was dort sich einfach mal unter das Publikum gemischt hat, war auch Aussteller. Also da waren auf einmal ein Projekt, wo wir dachten, aha, ihr seid auch hier. Ja, aber wir haben keinen Stand, sondern wir mischen uns einfach mal unter und schauen mal, wer uns hier erkennt, beziehungsweise wer uns vielleicht auch anspricht. Also da waren einige Projekte, wo ich sagte, aha, doch hier. Ihr habt doch gesagt, ihr kommt nicht. Aber so ist es halt. Und unsere Highlights waren diese hier. Und zwar die junge Dame an der Garderobe, sie muss man echt wirklich erwähnen. Sie war witzig, hilfsbereit und wusste immer, welcher Rucksack uns gehörte. Also wir kamen auf sie zu und sie hat schon direkt den Rucksack gezückt, ohne dass wir unser Märkchen zeigen mussten. Das Hotel Alsterhof war wirklich sehr sauber und das Personal sehr, sehr freundlich. Zu erwähnen, die Reinigungskraft, die uns jeden Morgen freundlich begrüßte und immer, wenn wir vorbeikamen, legte sich den Staubsauger vorbei. Sorry, sorry, geht vorbei. Das war sehr, sehr schön. Auch das Frühstückspersonal super und auch die Dame am Empfang, die uns nur sah und direkt unseren Schlüssel zuckte, weil man dort den Schlüssel abgibt, den man nicht den ganzen Tag mit sich trägt. Auch super, super Erfahrung. Die Sandbar in der Nähe von dem CCH, das ist das Kongresszentrum, und in der Nähe vom Bahnhof Dammtor. Die hatten großartige Drinks, mega Cocktail, ein tolles Serviceteam und das ist absolut empfehlenswert. Also falls ihr mal in der Nähe Bahnhof Dammtor seid, haltet dort gerne, gönnt euch für 10 Euro einen mega geilen Cocktail und dann geht es eventuell weiter, je nachdem, was ihr vorhabt. Also absolut zu empfehlen und immer gut besucht, muss man sagen. Früh genug da sein, weil sonst war echt schnell voll da. Die Hamburger Fischerstube ist definitiv einen Besuch wert. Die Preise sind absolut fair, das muss man sagen. Das Essen von hoher Qualität und sehr, sehr lecker. Auch hier eine Empfehlung. Von außen vielleicht etwas urig, vielleicht nicht die neueste Einrichtung, aber das Essen und dafür geht man ja in ein Restaurant. Wahnsinn, also da waren wir wirklich auch zweimal essen und hätten auch gerne noch ein drittes Mal gegessen. Die Fischplatte, mega, auch einfach nur ein Schnitzel, wenn man da essen will. Also wirklich bürgerliche, gute und hochqualitative Küche. Können wir nur empfehlen. Unser Fazit ganz klar, wir kommen gerne wieder zur Blockchain 2024. Im Bullenmarkt mit hohen Kryptokursen und noch mehr Besuchern lohnen sich definitiv die 3 Ebenen, weil es dann wahrscheinlich noch voller ist, weil wir haben es ja gesehen, es war erstmal früh am Morgen, als wir die Videos gemacht haben. Natürlich mit Absicht, habe ich euch ja erklärt. Man möchte einfach nicht zu viele Menschen filmen, die vielleicht sagen, ich will das vielleicht nicht. Deswegen dann lieber morgens oder spätabends, wobei abends durch die Events und die Treffen, die dann noch stattgefunden haben, war abends immer mehr los wie morgens. Deswegen haben wir gesagt, morgens schnell das Ganze abdrehen, sodass wir nicht zu viele Leute in das Video bekommen, die das vielleicht nicht wollen. Ja, und deswegen unser Abschlusssatz dazu. Hamburg ist absolut eine Reise wert. Auch wenn das Team Krypto-Eule eher aus dem Westen und Süddeutschland kommt, wir nehmen den Fahrweg gerne wieder auf uns. Wir kommen ja, wie gesagt, ich aus dem Westen und der Rest kommt eher aus dem Süden. Deswegen ist es da ein bisschen aufwendiger zu kommen. Hier noch ein 360-Grad-Video. Ich habe mich hier verschrieben. Ich habe 260 Grad geschrieben, ist aber 360 Grad. Das war auch sehr cool, diese 360-Grad-Kamera. Da habe ich einige Videos gemacht, so wie man sich vorstellen kann, wie man mich auch kennt. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video, diesen Abschlussbericht zur Blockchains gefallen. Ich hoffe, ihr konntet Eindrücke sammeln. Ich kann nur sagen, sehr großes und gut besuchtes Krypto-Event. Also wenn man mal anstatt auf einem kleinen Event unterwegs sein will, sagt, ich möchte mal zu einem großen, möchte aber jetzt nicht unbedingt durchreisen, weil zum aktuellen Aufnahmezeitpunkt läuft in Spanien, in Barcelona, ein Riesen-Event, auch sehr, sehr groß. Und allgemein gibt es sehr viele große Krypto-Events mittlerweile. Gerade in Spanien, in Paris gibt es wirklich sehr große. Und ja, wenn man sagt, ich möchte nicht so weit reisen, dann lohnt es sich vielleicht nach Hamburg. Auch wenn man eventuell, so wie Patrick, durch ganz Deutschland einmal durchreisen muss, lohnt sich ein Besuch auf die Blockchains in Hamburg definitiv. Wie gesagt, wir kommen gerne wieder, Blockchains 2024. Wir sagen danke für das Event, wir sagen danke an die Organisation, vielen Dank an das Blockchains-Team und ich hoffe, euch hat dieser Rundgang gefallen.
Fazit, Kommentare, all das, was ihr gerne zu diesem Video sagen möchtet, gerne in die Kommentare. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. We'll be right back.